Hey Leute, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute backen wir nicht nur eine richtige Augenweide, sondern ein super leckeres Brot. Wir backen heute gemeinsam das Roggen Feinschmeckerbrot. Überzeugt mit der wunderschönen Optik, innen drin versteckt sich ein wunderbar aromatisches Sauerteigbrot. Sauerteig ist auch das Stichwort. Aktuell ist das der neue Kurs in der Backacademy. Die Sauerteig Masterclass ist gerade online gekommen. Und wie immer will ich euch eine kostenlose Lektion natürlich nicht vorenthalten. Dazu aber noch zuerst ein paar Informationen. Falls das Gebiet Sauerteig für dich ganz neu ist, will ich dir ein paar Vorinformationen geben, dass du das Rezept dann auch gelingsicher umsetzen kannst. Erstens, du brauchst ein aktives Anstellgut, einen Starter, das alleine triebfähig ist. So wird auch im Kurs gearbeitet. In den Theorielektionen, in den Einleitungslektionen stellen wir uns von A bis Z einen Starter her. Ich zeige dir, wie der Grundsauer gepflegt wird, was der Vorteil ist von Sauerteig. Dass Sauerteigbacken gut ist, weiß man eigentlich schon lange. Die neuesten Studien belegen es auch sogar, dass es wirklich gesünder ist. Stichwort Foodmaps. Falls dich das Thema Sauerteigbacken interessiert oder du offene Fragen hast, dir viele Fehler passieren und du nicht weißt, warum diese Fehler passieren, dann kann ich dir den Kurs wärmstens empfehlen. Für alle Abonnenten ist er natürlich kostenlos, der wird einfach hochgeladen, die haben den Vollzugriff. Falls du die Backacademy auch mal testen möchtest, 7 Tage kann jeder die Backacademy kostenlos testen oder den Kurs auch einzeln erwerben. Jetzt zeige ich dir den Trailer vom Kurs. Bleib dran, im Anschluss gibt es das Roggen Feinschmeckerbrot. Du darfst dich freuen, ein wunderbares Brot. Ich will nicht länger werden. Falls du Fragen hast, schreib mir oder nütze die Kommentarfunktion. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für deine Treue und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel. Hallo und herzlich willkommen zur Sauerteig Masterclass, die älteste Form des Brotbackens mit Leidenschaft, Geduld, handwerklichem Können, wunderbar aromatische und gesündere Brote backen. Jetzt bin ich aber gespannt und es ist explodiert. Ein wunderschönes, rustikales Brot kommt zum Vorschein. Hier schön aufgeklappt, schön wild aufgerissen, genauso will man das haben. Dann nehme ich mir hier so einen Holzstab, gehe hier in die Mitte rein und drücke ganz, ganz fest ab. Hin und her wippen. Guck dir mal dieses wunderschöne Brot an. Das duftet schon richtig intensiv. Kommt eine angenehme Säure entgegen. Herrlich. Da beiße ich jetzt rein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Jetzt backen wir zusammen ein super schönes und knuspriges Roggen-Feinschmeckerbrot. Sehr viele verschiedene Zutaten drin, verschiedene Mehle, noch etwas Haferflocken. Aber das Brot überzeugt natürlich mit der Optik, mit diesem Schnörkelmuster. Unglaublich schönes Brot, macht auch richtig Spaß, dieses zu backen. Ich brauche hierzu aber zuerst natürlich einen Vorteig. 30 Gramm ausgereifter Weizen-Grundsauer, 90 Gramm Roggen-Vollkornmehl oder Roggenschrot fein und 90 Gramm warmes Wasser. Wie alle Vorteige, zuerst den Grundsauer mit dem Wasser etwas aufschlemmen. Das Mehl dazu.
Im Gegensatz zu den anderen Vorteigen habe ich hier Wasser und Mehl 1:1 beim Vollkorn. Vollkorn bindet mehr Wasser durch die Schalenteile und die Randschichten. Und das gibt dann so eine breiartige Konsistenz. Geben wir hier in den Behälter rein. Nachdem du ein paar Brote gebacken hast und die Sicherheit deines Grundsauers gewährleistet ist, kannst du das natürlich auch hier in der Schüssel lassen. Aber so in einem hohen Behälter sieht man natürlich besser, wie sich der Vorteig entwickelt. Runterklopfen, Markierung anbringen, leicht zudecken und für 8 bis 12 Stunden aufgehen lassen. Nach 12 Stunden ist der Vorteig schon wieder ready. Für dieses Brot hier brauche ich noch 240 Gramm helles Roggenmehl, 200 Gramm Weißmehl, 40 Gramm Weizenvollkornmehl, 12 Gramm Salz und 30 Gramm Haferkleie. Alternativ kannst du hier auch Haferflocken verwenden. Sehr, sehr gesundes Kohlenhydrat. Und 365 Gramm Wasser. Mit dem beginne ich auch gleich, gebe es in die Küchenmaschine und alle anderen Zutaten gleich mit rein. Küchenmaschine schließen und beginnen zu kneten. So auch hier, dieser Teig hat viel Vollkornanteil, Roggenanteil, den nimmt es auch nicht ganz zusammen, da er auch viel Wasser beinhaltet. Fenstertest ist hier auch schwierig, aber 10 bis 12 Minuten kneten. Wichtig ist, nicht auf zu hoher Stufe kneten, nicht, dass der Teig überknetet ist. Denn beim Roggen ist es gerne so, dass wenn der zu lange geknetet wird, dass er weich und klebrig wird. Im Anschluss Teigbecken nehmen, neutrales Öl wieder ausfetten, Teig aus der Küchenmaschine nehmen, ins Becken rein, mit dem Teigtuch zudecken und wiederum 120 Minuten aufgehen lassen und in dieser Zeit 2-3 Mal stretchen und falten. So, Zeit den Teig zu formen. Mehl auf den Tisch geben. Teig rausnehmen. Zusammenziehen. Oben eine glatte Fläche machen, indem dass ich das Teigstück so über den Tisch ziehe. Es ist gar nicht so einfach, denn der reißt sehr, sehr schnell durch diesen hohen Vollkornanteil. Dann so zu einer Kugel drehen. Hier darf es nicht zu straff sein. Wenn ich zu straff ziehe, dann reißt er oben gleich wieder. Dann einfach nochmal anfangen, in die Mitte reindrücken. So drehen. Auf ein bemehltes Tuch legen, Mehl drüber, leicht flach klopfen, mit einem Teigtuch zudecken und nochmals für eine Stunde aufgehen lassen. Eine Stunde Stückgare ist vorbei, der Teig ist schön aufgegangen, auch leicht in die Breite gegangen. Das muss genauso sein. Darum habe ich auch keinen Gärkorb verwendet, sonst würde der in die Höhe gehen. Ich will aber hier eher flach, damit ich jetzt ein schönes Muster einschneiden kann. Jetzt gibt es zwei Optionen. Freigeschoben backen, also auf dem Backstein oder auf einem Backblech. Ich backe gerne auf dem Backstein, das zieht da noch ein bisschen besser auf. Aber wenn ich den jetzt hier drauf schneide, rüberhebe, dann verzieht sich das ganze Muster. Darum nehme ich jetzt das Teigstück, löse es vorsichtig, gebe es direkt auf ein Backpapier und jetzt kann ich es hin und her schieben. Das ist natürlich viel schonender, als wenn ich mit der Hand immer unten reingehe. Im Anschluss nehme ich ein Sieb, etwas Weißmehl, bestaube das ganze Brot. Dann mit der Hand noch ein bisschen darüber wischen. Damit es gleichmäßig verteilt ist. Und nochmal ein bisschen stauben. Hört sich jetzt ein bisschen unlogisch an, aber jetzt habe ich unten eine weiße Schicht gemacht. Jetzt kann ich oben weniger Mehl darüber stauben und ich habe ein schön gestaubtes weißes Brot.
Dann nehme ich ein scharfes Messer und beginne, Schnörkelmuster reinzuschneiden. Das heißt, solche Kreise, die nach innen geschlossen sind. Ganz wild und unregelmäßig. Einfach immer diese Spiralen dann wieder ansetzen und das Ganze auf dem Brot verteilen. Dann hier rundherum nehme ich noch das Messer und steche regelmäßig ein, damit ich hier den Druck aus dem Teig nehme. Die Idee ist, dass der Teig regelmäßiger hochkommt und nicht auf der Seite aufreißt oder in der Mitte stärker, sondern gleichmäßig hochkommt. Dann ist es Zeit zum Backen. Ofen ist auf 230 Grad vorgeheizt. Unten habe ich wieder ein Backblech drin, um viel Dampf aufzugießen. Kannst du auch auf einem normalen Backblech backen. Dann würde ich aber ausnahmsweise das Teigstück direkt auf dem Backblech in den Ofen schieben, ohne das Backblech vorzuheizen. Wasser aufgießen. Ofentür schließen und bei 230 Grad für 20 Minuten backen. Nach 20 Minuten entferne ich mir das Backblech, lasse allen Dampf entweichen und backe dieses wunderschöne Brot noch für 35 bis 40 Minuten bei 210 Grad aus. Guck dir mal dieses wunderschöne Brot an. Weitergeben. Und das Tolle daran ist, es hat trotzdem noch ein bisschen Leben drin, also es ist nicht ganz tot und starr, sondern es hat auch noch ein bisschen aufgerissen, nicht allzu stark, und das sieht einfach wunderschön aus. Man sieht, es ist was passiert im Teig, aber trotzdem nicht verrissen. Ich mag solche Brote, die nicht nur schmecken, sondern auch optisch überzeugen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken, gutes Gelingen. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Lektion.